Hallo, mein Name ist Rainer Werth. Ich möchte kurz zeigen, wie man zu einer Punktmenge S algorithmisch das Voronoi-Diagramm konstruieren kann. Hier oben sehen wir zwar ein etwas verunglücktes Voronoi-Diagramm, das interessiert uns aber eigentlich gar nicht. Hier oben spielt die Musik. Und zwar werde ich das Voronoi-Diagramm nicht unmittelbar konstruieren. Ich benutze einen oder ich beschreibe einen iterativen Algorithmus, der den Vorteil hat, recht anschaulich zu sein, den man also relativ gut nachvollziehen kann. Der Algorithmus selbst erzeugt allerdings die Delaunay-Triangulation und wir nutzen die Dualität, um daraus dann später, was ich dann gar nicht, oder was man vielleicht noch zeigen kann, um daraus dann letztlich das Voronoi-Diagramm zu erzeugen. Ja, das geht mit Linearzeit. Also in ON kann man das erzeugen. Im Endeffekt muss ich dann lediglich die Kreismittelpunkte entdecken. Also hier Voronoi-Diagramm, wenn ich da jetzt noch das doch mal nutze, dann habe ich hier ja zum Beispiel ein Dreieck. Dann haben wir hier unsere anderen Punkte weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall würde ich dann, das ist ein Teilweise der Delaunay-Triangulation und im Endeffekt, was das Grüne errechne ich mit meinem Algorithmus und letztlich dieser Mittelpunkt hier, den kann man dann im zweiten Durchlauf berechnen und muss dann lediglich die Mittelpunkte untereinander verbinden mit den entsprechend notwendigen ausgehenden Kanten. Also wir konzentrieren uns eigentlich auf die Berechnung des, der Delaunay-Triangulation. So, Delaunay, ganz wichtig, ist nochmal eine Voraussetzung, wenn wir ein Dreieck haben, QRS, dann ist in der Delaunay-Triangulation sichergestellt, dass kein weiterer Punkt aus unserer Gesamtmenge S innerhalb dieses Dreiecks QRT liegt. Nennen wir den mal QR und T. Also hier liegt kein weiterer Punkt. Das ist notwendige und ganz wichtige Voraussetzung für den Algorithmus. Jetzt haben wir eine Punktmenge S, die würde ich jetzt schrittweise konstruieren oder auch schrittweise einfügen, denn wir haben ja ein inkrementelles Verfahren. Wir starten damit, dass wir in S ein Dreieck identifizieren, irgendeines, vollkommen egal welches. So, das können wir auch zeichnen. So, und der gesamte inkrementelle Ablauf sieht jetzt so aus, dass wir prinzipiell immer einen Punkt, einen weiteren Punkt hinzufügen und dann schauen, wo ist der lokalisiert? Liegt der im Dreieck, in der konvexen Hülle, die wir bisher haben, liegt der womöglich ganz außerhalb? Und dann schauen wir, ob das Delaunay-Kriterium verletzt wird, dass also beispielsweise der Punkt in einem Umkreis von bestehender Dreiecke wäre. Wenn das der Fall ist, dann wird das Dreieck umgebaut, sogenannter Edge-Flip, und damit wieder eine korrekte Triangulation hergestellt. Also beispielsweise könnte ich, wenn ich jetzt das mache, ich, wo ich einen Punkt genau im Mittelpunkt einfügen würde, lokalisiere also, dass er hier im Mittelpunkt liegt, und dann kann ich, ziehe ich die Kanten zu den anderen Punkten und habe in dem Moment schon wieder eine korrekte Delaunay-Triangulation, weil dann nämlich tatsächlich die Umkreise disjunkt sind und sich kein Punkt darin befinden würde. So, das ist eine Möglichkeit. Ich fange jetzt aber erstmal an, dass ich einen weiteren Punkt einfüge, der sagen wir mal, hier unten liegt. Dann lokalisiere ich den, das machen wir als Mensch natürlich sehr einfach. Ich stelle fest, der liegt außerhalb. Ich verbinde ihn mit den nächstgelegenen, beziehungsweise in dem Fall mit den sichtbaren Kanten und muss jetzt prüfen, ob ich einen Punkt habe, der in Konflikt steht, also ob ich Umkreise habe. Wenn ich jetzt den Umkreis hier sehe, dann haben wir das, dann ist das ungefähr hier der Umkreis und hier ist, liegen wir ja auch in der Mitte, dann ist das auch ungefähr der Umkreis. Und wir sehen, dass wir keinen Punkt haben, der dort in der auch drin liegt. Ganz anders der Fall bei meinem nächsten. Und wir haben jetzt für vier Punkte die korrekte Delaunay-Triangulation. So, ganz anders, wenn ich jetzt diesen Punkt hier einfüge, dann verbinde ich ihn mit den von ihm aus sichtbaren, anderen Ecken. Und jetzt sehe ich aber schon, dass
der im Umkreis dieses Dreiecks liegt. Das heißt, die Ecke hier, die stört. Und das muss ich jetzt korrigieren. Jetzt kommt eben ein sogenannter Edge Flip. Das heißt, die wird entfernt und stattdessen wird vom neuen Punkt aus das aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt Dreiecke. Das nochmal kurz zu verdeutlichen. Hier eines. Hier eines. Also vier Stück insgesamt. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt kann ich wieder gucken. Muss ich auch gucken. Verletzt das mein Umkreiskriterium? Also hier haben wir jetzt einen Umkreis. Der geht wohl so. Ja, die sind jetzt recht symmetrisch durch meinen Aufbau. Der geht so. Der geht so, der geht so. Also ist jetzt im Endeffekt nichts passiert. Passt. Bestens. Ist auch wieder eine gültige Dinomi-Triangulation. So, und auf diesem Weg kann man jetzt immer weiter fortschreiten, indem man immer wieder neue Punkte einfügt, dann den Punkt lokalisiert. Das Lokalisieren ist ein bisschen problematisch von der Laufzeit her, weil wir da standardmäßig eben alle bisherigen Dreiecke untersuchen müssen und von daher für den Gesamtalgorithmus nachher für eine Laufzeit von On Quadrat kommen. Sage ich gleich auch noch was zu. Dann untersuchen wir eben immer die Anzahl der Konfliktdreiecke. Das können höchstens so viele sein, das ist beweisbar, es können so viele sein wie der Grad des neu eingefügten Knotens plus 2. Es sind auch mindestens Grad des neu eingefügten Knotens plus 1. Das kann natürlich in jedem Durchlauf passieren. Ja, und das machen wir so lang, bis wir die gesamte Punktmenge eingefügt haben und dafür die Dinomi-Triangulation haben. Es ist sinnvoll, also prinzipiell in unserem Verfahren hat O von n Quadrat als Laufzeit. Es gibt eine Möglichkeit über den sogenannten Dilloni-DAG, also Directed Acyclic Graph, der die Entstehungsgeschichte des Graphen nachhält, die Lokalisation des Punktes schneller vorzunehmen, sodass man da schon zu einer besseren Laufzeitschranke gelangt. Und dann ist ermittelt, dass wenn wir das randomisiert betrachten, wenn wir also dann auf den mittleren Wert über alle Permutationen hinausgehen, dann gibt es Algorithmen, die eben im Mittel einen Wert von, eine Laufzeit von O n log n erreichen. Ja, wobei aber auch da der Worst Case nach wie vor O von n Quadrat ist. Ja, das dazu.